Julius zeigte sich von Marias Monolog tief beeindruckt. Er hatte ihre mit erstaunlicher Klarheit und Leichtigkeit gezeichneten Bild des Jenseits mühelos folgen können. Ihm gefiel Marias Logik. Diese führte zu einer völlig neuen Dimension des Denkens und des Seins. Es war ein überraschend spannender Ansatz. Ein Weiterleben ohne Wertebezug. 1000 Gedanken schossen durch seinen Kopf und er wusste, dass man ein derartiges Sein auf Erden auch nicht annähernd erreichen könnte. Es musste sich also im Jenseits immer um den absoluten Genuss, das absolut unbefangene Empfinden in nicht vorstellbarer Reinheit und Perfektion handeln. Dauerhaft, präzise und gleichbleibend in Schönheit und Harmonie. Julius erinnerte sich in diesem Zusammenhang an die von Dieter zitierten Worte. Es war ein Abgleiten durch einen dunklen Tunnel, der sich langsam weitete, um sich dann schließlich nach oben zu einem strahlenden, tiefblauen Sternenhimmel hin zu öffnen, mit unglaublich intensiv leuchtenden, wunderschönen Farben, verbunden mit sphärischen Klängen, die in ihrer Schönheit und Reinheit nicht mit den schönsten zu vergleichen waren von all dem, was er je auf Erden gesehen und gehört hatte. Da war sie, diese Perfektion und vollkommene Harmonie des Jenseits. Hatte Dieter vielleicht schon viel weiter in die Ewigkeit geschaut, als er es bis heute ahnte? Vielleicht entsprachen Dieters Erlebnisse bereits den Gesetzen einer fernen Welt. Gab es sie vielleicht tatsächlich? Diese übergeordneten Kräfte, die mit ihrer unbekannten Gesetzmäßigkeit weit in das menschliche Sein hineinreichten und es bestimmten? Was ist los mit dir, Julius? Du schaust so nachdenklich aus. Maria hatte bemerkt, wie es in Julius arbeitete. Ja, Maria, ich vermeinte gerade den Zipfel des Paradieses erblickt zu haben, ohne es zu verstehen. Ich konnte es fast greifen. Deine wertefreie Welt hat mir völlig neue Perspektiven vermittelt. Ein Sein in absoluter Perfektion, dauerhaft und voller Glückseligkeit. Solch einen Zustand empfinde ich eigentlich als langweilig und komme mir dabei primitiv und unwissend in meinem Denken vor, weil ich unfähig bin, höhere Werte zu erkennen. Ich kann sie noch nicht einmal erahnen, geschweige denn definieren. Maria merkte, dass sie weiter gefragt war, um in der Thematik voranzukommen. Sie war die Hauptperson. Sie hatte die intellektuelle Größe, um die komplexen Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und den weiten Bogen zu schlagen. Sie fuhr fort. Bis jetzt habe ich lang und breit erzählt, was alles nicht sein wird. Doch was wird sein? Mein Gefühl sagt mir, dass das Jenseits klar, präzise, vielfältig und schön sein wird. Aber wir als irdische Menschen bei dem Versuch versagen, es verstehen oder auch nur annähernd beschreiben zu wollen. Doch es gibt Hinweise und Spuren, die gelesen werden können. Rebecca warf ein, wie kommt beispielsweise die Seele in unseren Körper und wie wird sie denn wieder verlassen? Das ist eine willkommene Frage. Darauf möchte ich gerne eingehen, Rebecca. Antoine de Saint-Exupéry hat in seinem Kleinen Prinzen so wunderschön beschrieben, wie dieser beim Abschied von der Erde seinen irdischen Freund liebevoll tröstete, indem er sinngemäß sagte, sei nicht traurig, dass ich jetzt sterben will. Meine Zeit ist gekommen. Ich will wieder zu meinem Stern. Der kommt genau heute auf seiner Flugbahn in die nächstmöglichste Position zur Erde. Ich muss heute noch zu ihm, sonst würde ich ihn nicht mehr erreichen. Aber weine nicht, mein lieber irdischer Freund. In Wirklichkeit sterbe ich doch gar nicht. Ich lasse nur meine irdische Hülle in deiner Welt zurück. Ich werde dort oben weiterleben, auf meinem Stern. Da kannst du mich immer sehen,
wenn du nachts am Fenster stehst und die Sterne funkeln siehst. Mir geht an dieser Stelle unser Freund Dieter nicht aus dem Kopf, der ja eine mehrmalige Nahtoderfahrung hatte. Ich fragte ihn nach den Farben und den Klängen, die er empfand, als er dabei war, von hier aus zu seinen Sternen abzurauschen. Da er in seiner Freizeit intensiv Musik spielte, hätte ich eine Antwort erwartet, aus der heraus zumindest Anhaltspunkte hervorgegangen wären. Aber nichts kam. Ich kann es mit nichts vergleichen, sagte er, mit keinem Ereignis, das auch nur entfernt etwas mit dem zu tun gehabt hätte, was ich bei der Reise in die andere Welt gesehen habe. Es war einfach nur wunderschön. Seine Augen leuchteten, wenn er das sagte. Es muss ein unglaublicher Genuss gewesen sein, der in ihm weiterlebte. Nur er konnte das verstehen. Ich glaube, insgeheim freute er sich schon darauf, all das irgendwann wieder erleben zu dürfen. Ich finde es hochinteressant. Er war offensichtlich mit seiner Seele unterwegs in eine klangvolle, farbige Welt und hat mit ihr hören und sehen können. Genau genommen ist das unmöglich, da er in diesem Moment körperlos ist. Der Vorgang des Hörens ist nach unserem medizinischen Verständnis ein mechanisch initiierter Vorgang. Also, warum konnte das funktionieren? Es hat den Anschein, dass seine Sinne und die Seele wie ein eigenständiges Wesen frei von irdischen Maßstäben körperlicher Art hören, sehen und empfinden konnte. Das erscheint faszinierend. Das könnte ein Denkansatz dafür sein, dass auch im Jenseits eigenständig kommuniziert und empfunden wurde. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, dass dort noch eine ganze Reihe anderer Wahrnehmungen und Kommunikationsmöglichkeiten hinzukommen, über die wir auf Erden keinerlei Vorstellungen haben. Im Laufe meiner Diskussion mit euch kam mir jedoch unvermittelt eine Idee. Seelen können sich teilen und vereinen. Dafür bedarf es allerdings bestimmter Voraussetzungen. Nur Seelen, die sich gemeinsam in Geist und in Liebe verbunden fühlen, vereinen sich. Seelen anderer, welche keinen Gleichklang im Geiste und in unserer Seele empfinden, bleiben von der Vereinigung ausgenommen. Dieser gedankliche Ansatz führt zu weiteren Konsequenzen. Wenn wir unsere Seelen vereint haben, dann haben folglich auch zahlreiche gelebte Vorfahren ihren Geist und ihre Seelen in Liebe mit den unseren vereint und leben ebenfalls in uns weiter, so wie auch wir unsere Seele an unsere geliebten Kinder zum Beispiel weitergeben. Dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir glauben, schon einmal gelebt zu haben, denn es war immer ein Teil der Seele eines bereits lange verstorbenen Menschen, der in einer langen Reihe über viele Zwischenstationen in uns weiterlebt und den wir empfinden, als seien wir es selbst. Dieser gedankliche Ansatz ist in seiner Konsequenz ungeheuerlich. Die Toten im Krieg sind dann in Wirklichkeit nicht aus unserem Umfeld entschwunden. Sie sind nur körperlich gestorben. Ihre Seelen können alle noch unter uns sein und mit uns Rücksprache halten. Sie wandern durch die Zeit zu denen,
die ihnen nahe waren und somit vielleicht auch zu uns. Rebecca lauschte wie gebannt der Argumentationslinie Marias. Wie weit möchtest du die Kette der Verbindungen von Seelen im Blick zurück mit einbeziehen? Sehr, sehr weit. Eigentlich bis zu den Anfängen unseres menschlichen Seins, unserer menschlichen Gemeinschaft. Ich kann es in seiner Tragweite kaum fassen. Es werden Menschen sein, von denen wir nie gehört haben, die vor langer, langer Zeit gelebt haben. Sie alle müssten dann in der Menschheit weiterleben. Wahrscheinlich leben sie auch in uns. Wir wussten es bisher nur nicht. Vermutlich müssen wir nur vollkommen entspannen und in unser Innerstes lauschen, um sie zu erkennen und mit ihnen zu kommunizieren. Die Konsequenz dieser Sichtweise bedeutet, dass sofern Liebe, Mitmenschlichkeit und geistige Vereinigung im Mittelpunkt eines Menschen stehen, diese Seelen zu all denen gelangt, die ihm nahe sind, jenseits jeglicher genetischen Verwandtschaft. Das nenne ich Gerechtigkeit. Es ist die Niederlage von Hass, Missgunst, Unrecht, Machtmissbrauch und falschem Statusgehabe. Es ist der Sturz kalter Denkmäler, denn sie haben nie die geringste Bedeutung der Mitmenschlichkeit gehabt. Julius hörte aufmerksam zu. Das hört sich interessant an. Ja, Julius. Dieser gedankliche Ansatz ist wie eine Offenbarung und erfüllt mich mit Freude. Die Seelenteilung erscheint wie ein Schlüssel zu einer Vielzahl von Phänomenen. Sogar bis hin zu telepathischen Ereignissen. Rebecca meldet sich zu Wort. Dieses Gespräch bewegt mich sehr und bringt mich auf Gedanken, die mich bis ins Innerste aufwühlen. Hierdurch wird für mich eine Reihe anderer Phänomene plötzlich erklärbar, was ihre Werthaltigkeit stützt. Ich finde diese Argumentationslinie absolut schlüssig. Ja, nimm doch als Beispiel die Telepathie. Es ist unbestritten, dass diese als Phänomen existiert. Wir konnten uns bisher allerdings keine realistische Vorstellung davon machen, wie Worte und Gedanken unabhängig von Zeit und Raum quer über den Globus zeitgleich ausgetauscht werden können. Das Phänomen erscheint wie ein Wunder, gehört aber zu den häufig erlebten Begleiterscheinungen des realen Alltags. Mit deiner Hypothese der Seelenteilung würde das Phänomen der Telepathie plötzlich erklärbar. Ich frage mich also, gehört Telepathie schon zu einer fremden Art von Gesetzen, wie sie möglicherweise im Jenseits Gültigkeit haben? Bekommen wir möglicherweise mit der Telepathie deutliche Hinweise darauf, dass diese Gesetze tatsächlich existieren? Maria hatte aufmerksam zugehört. Ja, ich glaube, dass du recht hast. Die Dimensionen scheinen wesentlich größer zu sein, als wir erahnen können. Die Telepathie ist sicherlich nur ein kleiner Teil davon. Kommen wir nochmal zu den Seelen. Was passiert deiner Meinung nach mit dem Teil der Seelen, die zu ihrem Stern fliegen? Als gläubige Christin war das für Mechthild ein besonders wichtiges Thema. Mechthild, ich gehe davon aus, dass diese Seelen für immer unser menschliches Umfeld verlassen und im Jenseits eine neue Bestimmung finden. Wir werden mit ihnen eventuell nicht wieder kommunizieren.